Willkommen, Quiz-Gentlemen. Sie sind dabei, das ist gut so. Denn heute erleben Sie tatsächlich eine Premiere. Kaum zu glauben, wir machen diese Sendung ja schon seit einigen Jahren. Aber es gibt wirklich immer noch Menschen, die gar nicht hier waren. Und die beiden waren tatsächlich noch nicht da. Natürlich auch in dieser Konstellation. Ich weiß gar nicht, warum. Wir fragen gleich mal nach. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hier sind Silvi Mais und Markus Lanz. Ja. Ihr spielt wie immer gegen die da oben in dem Olymp. Ach, guck mal, Napoleon hat sie auf dem T-Shirt heute, unsere Quizkönigin. Herzlich willkommen, Marie-Lise Fink. Hallo. Professor Quiz, wie immer natürlich in der Mitte, Professor Dr. Eckhard Freise. Danke. Und unser Bankbetriebswirt Thorsten Zirkel, unser Quiz-Ass. Hallo. Auch ein bisschen Mann. Für Sie zu Hause der Hinweis, Sie können nicht nur zuschauen und staunen, dass wir diese beiden Kandidaten hier haben, sondern Sie können die ganze Zeit mitspielen mit der ARD-Quiz-App. Ganz einfach runterladen das Ding und jede Frage mitspielen. Würde mich sehr freuen. Aber jetzt mal zu euch. Wie kann es sein, dass ihr noch nicht da wart? Ich habe es immer abgehalten, weil ich habe gedacht, na ja, für eine Holländerin ist es doch ein bisschen schwieriger, so eine deutsche Quiz. Ich denke, dass... Ja, und ich wollte immer mit Silvi spielen einfach. Oh. Und solange sie nicht, komme ich nicht. Sehr, sehr. Charmant wie immer. Aber es ist ja wirklich, ich kann das auch verstehen, dass man durchaus Vorbehalte hat, weil man sagt, ich bin so schlecht in Quizshows immer, weißt du, ne? Naja, nee, du warst... Ich habe nie gewonnen, außer beim Bibelquiz. Gegen Peter Hane, das ist mir heute noch ein Vergnügen. Das ist aber beim gut. Beim Bibelquiz gegen Peter, ganz ehrlich... Stimmt, ich wäre dann auch nicht weg. Ich hätte einfach mit dem, der so, genau. Ja. Super. Also, das Spiel ist eigentlich, tut nicht weh. Man kann immer hinterher sagen, komm, wir haben gegen Olymp, wenn es nicht klappen sollte, verloren. Stimmt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr habt euch gegenseitig. Wir fangen mal ganz entspannt an, wie immer. Ach, ihr wählt drei Dinge Hammer und eine davon wählt ihr bitte. Wir hätten für euch Essen und Trinken, Kinofilme und die 2000er. Marie-Louise nimmt Essen und Trinken. Die 2000er nehmen Thorsten und Eckart. Essen und Trinken oder die 2000er und dann gegen wen? Ich bin für die 2000er gegen Thorsten. Okay. Weil ich traue mich nicht, gegen die Legende gleich am Anfang anzutreten. Okay. 2000er gegen Thorsten. Gleich weinig. Ja. Gut. Ich hätte ja ganz gerne Essen und Trinken gespielt. Weil ihr seht beide so aus, als wenn ihr so gar nicht richtig genießen könnt. Ihr seht so gut aus. Könnt ihr so mal richtig über die Stränge schlagen beim Essen und so? Ja, absolut. Ich esse unfassbar viel, ehrlich gesagt. Wahnsinnig gerne. Das finde ich noch eine größere Ungleichheit. Du hast noch nicht mal einen Bauchansatz. Nee, ich laufe ab und zu mal ein bisschen durch die Gegend und so. Deswegen halt, weil ich esse so gerne. Ja. Okay, gut. Also ich kann obszöne Mengen Eis essen zum Beispiel. Machst du das wirklich? Super. Wir spielen jetzt aber die 2000er gegen Thorsten. Gerne. Wie heißt ein Nummer 1-Hit der Berliner Band Culture Candela aus dem Jahre 2007? Hammer, Nagel, Säge oder Bohrer? Das ging schnell. Hammer? Das wusste ich sogar aus Holland. Wirklich? Wie lief es denn in Holland? In Holland lief das auch. Lief auch? Hammer. Hammer? Ja. Im Auto habe ich das schon gehört. Im Auto lief es rauf und runter die ganze Zeit. Großer das Song. Hat Thorsten auch genommen. Ist das so deine Musik eigentlich? Das ist schöne Radiomusik. Also das, wenn das läuft, hört man das gerne. Wenn das... Er ist so Diplomat. So, und das Schlimme ist, da kommt ja auch dieses Wort Ohrwurm her. Wenn man es erst mal drin hat, kriegt man es nicht mehr raus. Es wird uns den ganzen Abend begleiten. Denn so klang es nicht nur 2007. Wie du dich bewegst in dem Outfit, Hammer, einzigartig, unglaublich, Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Du bist aber kein Tänzer, oder bist du auch? Markus, was soll das? Ich bin wie Tim Melzer, weißt du, so an der Bar, wahlweise mit dem linken oder rechten Fuß so nach oben. Ja. Okay. Ich höre immer mehr so auf die Akkorde, es interessiert mich, wie das Ding gebaut ist, weißt du? Du bist der Musiker, wir versuchen die Hüften so ein bisschen. Also 53 Wochen in den Charts, eindeutig Hammer zu hören, ist richtig, Punkt für beide. 6 Wochen auf Platz 1 in Deutschland. Zweite Frage, die 2000er. Was war noch los in den 2000ern? Welche Einrichtung wurde 2002 durch Ministerpräsident Edmund Stoiber feierlich in München eröffnet? Bibliothek der Antike, Pinakothek der Moderne, Diskothek der Zukunft oder Mediathek der Vergangenheit? Da hoffe ich auf dich, Markus, weil das weiß ich wirklich nicht. Und da war ich auch noch nicht in Deutschland. Das ist immer sehr gut. Sehr gut. Da war ich noch nicht, kann ich nichts für. Das ist pre-Germany. Ja. So. Pinakothek der Moderne. Du möchtest wissen, ob es richtig ist. Ich gehe mit. Keine Ahnung. Du hast auch die Pinakothek der Moderne genommen.
Ja. Möchtest du dazu noch etwas sagen? Da gibt es schon die Gemäldesammlung Alte Pinakothek, Neue Pinakothek. Und inzwischen sind die Gemälde so modern, so neu geworden, dass man gesagt hat, jetzt für die Neuzeit richten wir auch noch was, dass man dann wirklich das ganze Abstrakte sich angucken kann. Pinakothek der Moderne. Hätte ich eigentlich wissen sollen, ne? Nein. Oh. Du warst noch nicht in Deutschland. Mhm. Aber die Niederländer haben so schöne Museen, ne? Absolut. Oh. Groningen. Mega. Mega, ja. Natürlich. Amsterdam. Ja. Aber halt eher älter. Eben, die alten Künstler. Ja. Aber alles ist in München vereint. Ministerpräsident hat es so eröffnet. Ist richtig, jawohl, stimmt. Punkt für beide. 2-2. Einer aus den 2000ern haben wir noch. Es geht endlich mal um Fußball. Yes. Hier, und jetzt pass auf. So. Endlich, auch kann noch ich noch eine HSV-Frage auch noch. Was spielte 2009 eine entscheidende Rolle im UEFA-Cup-Halbfinale zwischen dem HSV und Werder Bremen? Oh eine Gott. Babywindel, ein Quietscheentchen, eine Papierkugel oder ein Fischbrötchen? Thorsten, ich meine, so mich zu erinnern. Ne? Meinst du, dich zu erinnern? Das ist, ich meine, ich weiß es nicht 100% sicher, aber ich glaube Babywindel. Ich glaube tatsächlich, dass er Babywindel waren. Was war denn mit der oder soll denn mit der Babywindel gewesen sein? Das weiß ich nicht mehr. Ich kann mir nur irgendwo erinnern. Irgendwas mit Babywindel? Fußball am Babywindel ist eine gute Kombination. Irgendwas war mit dem Babywindel. Vielleicht liegt es daran, weil das Spiel für den HSV echt scheiße gelaufen ist, dass du an der Windel denkst. Das kann gut sein. Also Silvi meint sich zu erinnern, mein Problem ist, ich habe gar nichts zum Erinnern. Also den Punkt. Fußball ist so gar nicht deins, ne? Nee, doch, ein bisschen. Aber nicht Babywindel kenne ich in anderen Zusammenhängen, habe ich zu Hause. So, aber ja. Wirklich, nee. Ah, damn, okay. Weißt du, was ich auch jetzt wieder weiß? Was denn? 2009 waren wir schon nicht mehr da. Da waren wir schon bei Real Madrid. Okay, also... Thorsten hat schon eingeladen. Ich helfe generell nicht, wenn ich hier stehe. Ich darf es ja nicht. Mhm. Dennoch erlaube mir diesen Hinweis, mit der Windel wäret ihr komplett falsch gewickelt. Ups. Okay. Eine entscheidende Rolle im UEFA Cup Halbfinale. Fischbrötchen, das wird nicht passieren, glaube ich. Papierkugel. Was also wir nehmen die Papierkugel, ja? Ja. So. Wir sind so gespannt, die Geschichte zu hören. Genau, die Geschichte, die wird uns Thorsten erzählen. Das waren ja damals die Festspiele dieser Partie. Die haben innerhalb von 3-4 Wochen in der Saisonendsport halt 4-mal gegeneinander gespielt. 2-mal UEFA-Pokal-Halbfinale, 1-mal DFB-Pokal-Halbfinale und 1-mal ein sehr entscheidendes Spiel in der Liga. Und im UEFA-Cup-Halbfinale im Rückspiel lief es dann auch noch gut für den HSV. Sie waren mal im Ergebnis, wo sie noch weitergekommen wären. Und wie es so kommen musste, es wurde eine Ecke verursacht, nämlich dadurch, dass ein Ball gegen eine Papierkugel, die auf dem Feld lag, die vorher von einer Choreografie stammte, die vor dem Spiel gegeben wurde, abprallte, zur Ecke kam und nach der Ecke fiel dann das Tor für Bremen, was Bremen den Einzug in die nächste Runde brachte. Und diese Kugel liegt heute auch im Museum vom Werder und wird dort gefeiert, weil man damit den norddeutschen Rivalen mit dieser Papierkugel besiegt hat. Ja. Okay. So ist die Geschichte. Irre. Es gibt ja viele, die auch sagen, genau das ist der Punkt eigentlich, wo es danach mit der Erfolgsbilanz von dem HSV immer weiter bergab ging. So ist es. Das heißt, ein Punkt für beide redlich erarbeitet. 3-3. Ihr wählt die Kategorie. 3 Hammer an der Zahl. Und zwar Adel, draußen im Grün und Glaube und Religion. Oh. Silvi, sag, was dir Spaß macht. Du liest die Gala. Und die bunte Adel? Ja, aber Adel bin ich nicht so. Nee, und ich auch. Aber trotzdem glaube ich besser in Adel als die anderen beiden dann wieder. Religion? Aber du hast doch das Bibelquiz gewonnen. Genau. Das sollten wir nicht nehmen, weil das würde jetzt diesen Nimbus zerstören. Ja, genau. Also, auf keinen Fall. Weißt du irgendwas von Adel? Adel bin ich echt, also wenn schon, würde ich eher auf Glaube und Religion gehen. Ja, okay. Weil da bin ich einigermaßen sattelfest. Also ich habe Kommunion gemacht und ich bin getauft worden. Lass uns einfach Glaube und Religion. Geht doch. Wow, dann Glaube und Religion. Als Peter Hane 3-mal falsch antwortete. So, jetzt gib du den Peter Hane bitte. Der? Thorsten, der war sehr gut. Welchen Ehrentitel führt jeder amtierende Papst? Höchster Dachdecker, bester Fliesenleger, oberster Brückenbauer oder fleißigster Straßenkehrer? Hä? Ja? Redet ihr nicht mehr miteinander? Ihr versteht also, Entschuldigung. Verbal. Also Entschuldigung. Ihr dürft. Ich trau mich nie, was du, aber Thorsten hatte ja schon eingeloggt, ne? Ja, ja. Hat er. Deshalb dürft ihr jetzt reden. Also kam sehr schnell, oberster Brückenbauer. Ja, ne? Pontifex Maximus hast du auch genommen. Aber warum? Er baut eine Brücke zwischen Gott und den Menschen. Das ist
die Interpretation heute, aber es hat ja einen historischen Hintergrund. Naja, gut, er hat natürlich eine alte Priestertradition aus dem heidnischen Rom übernommen. Und da gab es einen Pontifex. Nicht? Also Pontifex Maximus ist der oberste dieser Priesterkaste. Es geht sogar noch weiter. Also es war wirklich früher so, dass die auch wirklich zuständig waren für die Brücken, die es in Rom gab. Und das ist dann bis heute ist es dann im Grunde genommen so geblieben, der Brückenbauer zwischen Religionen, Kulturen und. Punkt. So, wir sind bei der zweiten Frage, Glaube und Religion. Die Befana, die italienische Kinder zum Dreikönigsfest beschenkt oder bestraft, ist eine hässliche Hexe, zierliche Fee, hübsche Meerjungfrau oder anmutige Zentaurin? Also ich finde, in Religion ist alles doch so böse und gut, oder? Ja. Also ich weiß es nicht, aber ich würde eher denken, eine hässliche Hexe. Genau. Ja, ne? Es ist eine hässliche Hexe. Ja, lockst du ein? Ja. Sehr gut. Da ist ja auch so ein bisschen Begrifflichkeit. Befana, Epiphanie, Dreikönigstag, das hängt da ja so alles ein bisschen mit zusammen. Ja. Und die Kinder in Italien kriegen dann halt am Dreikönigstag erst die Geschenke im Gegensatz zu uns, wo wir schon ein Jahr vorher was kriegen. Da waren wir als Südtiroler immer ganz vorne dran, weil wahlweise war man Teilzeit Italiener oder Teilzeit eher Deutsch. Ja, wunderbar, schön. Am 24. eher Deutsch. Eher Deutsch und zweimal das Ganze. Ja, oder so eine Familie zum Beispiel, wo es dann beide Sprachen gibt. Ja. Ne? Das ist natürlich grandios. Das ist super. Ja. Also ist alles richtig, stimmt, eine hässliche Hexe. 5-5, letzte Frage, Glaube und Religion. Sieht ja bisher sehr anständig aus. Ein Collar trägt ein buddhistischer Mönch am Fuß, Imam auf dem Kopf, Rabbi auf der Stirn oder Priester am Hals? Er hat lange überlegt für seine Verhältnisse. Ja. Also ich würde Collar im Englisch, ist diese weiße Board, denke ich. Hals. Am Hals, genau. Ja, du würdest sagen Priester am Hals, ne? Ja. Da hätte ich jetzt auch spontan gesagt. Ja, also wolltest du einloggen? Ja. Aber du hast mich überlegt, ne? Ja, aber ich habe dann irgendwann das Bild auch vor Augen gehabt und gedacht, wenn es das jetzt nicht ist, wäre es eine reine Raterei. Es müsste schon am Hals das Ding sein. Das Collar übrigens. So sieht's aus. Collarium, ja, genau. Sehr freundlich. Genau. Und darunter dieses kleine weiße Etwas. Richtig. Damit Glaube und Religion auch abgespielt. 6-6. Religion läuft. Die Serie. Aber nur bei uns. So, gute Wahl getroffen. Perfektes Spiel von beiden. Jetzt haben wir noch Marie-Louise und Eckart Freise. Die wählen zwischen Körper und Geist, Sport und Freizeit und aus dem Leben. Sehr schön. Körper und Geist nimmt Marie-Louise und Sport und Freizeit nimmt Eckart. Sili, du bist so sportlich, fit. Ja. Wollen wir die Legende bezwingen jetzt? Lass Sport und Freizeit, machen. Ja. Sport und Freizeit, gerne. Gefährlich, okay. Sevi, wie viel Sport machst du? Täglich oder? Also ich versuche täglich. Realistisch ist es immer so rund um 5-6 Mal in der Woche. Ja. Und dann laufen oder? Ja, ich laufe. Ich liebe auch draußen zu spazieren. Aber wirklich dieses HIIT-Training, das mache ich in meinem Gym auf dem Laufband. Und ich mache Gewichte und ich mache viel YouTube-Videos, also diese Workouts. Ja. Respekt. Aber du bist du bist ja auch so ein Kämpfer. Du machst ja auch viel, ne? Ausdauer, ein bisschen Ausdauer. Ja. Ist mein Laufen ist mein Thema. Ja. Ich hätte doch Körper und Geist nehmen sollen. Ja, doch Körper. Gut. Mit Laufen kommen wir hier nicht weit, das weiß ich schon. Dafür bist du ja, also Eckart, ein großartiger Tennisspieler, muss man ja sagen. Oder nein, sonst? Ich bin ein übler Patzer. Wieso denn? Nein. Natürlich, du spielst doch ganz anständig. Vorstadtfederer, ja. Vorstadtfederer. Ja, sehr gut. Schön. Okay, wir spielen Sport und Freizeit, erste Frage. Welche Trophäe verloren die USA 1983 nach 132 Jahren an Australien? Davis Cup im Tennis, Ryder Cup im Golf, America's Cup im Segeln oder Webb Ellis Cup im Rugby? Hat er lange überlegt. Okay, er weiß es eigentlich nicht wirklich. Ich habe nachgedacht, das dauert bei mir. Nicht? Bei älteren Herren ist das ja immer so, die können noch alles, aber es dauert länger. Nicht? Boah. Was könnt ihr denn ausschließen, wo ihr sagt, das glaube ich nicht? Gibt es da was? Ich denke, also ist Rugby typisch amerikanisch? Ich denke eher. Genau, ich glaube, das war auch die Überlegung bei Herrn Freise. Es muss etwas sein, was typisch amerikanisch ist für 132 Jahre.
Und was man in Australien auch macht. Und genau. Was man in Australien Tennis auch macht. Zum Beispiel. Tennis zum Beispiel, genau. Alles überall. Vorstadt Federer. Das ist, ich sehe Herrn Freise mit völlig neuen Augen. Ja, ja, ich habe mich gerade dekonstruiert. Das ist schon richtig. Und Golf macht man doch nicht im Team. Das ist doch, das geht doch um ein Teamsport, oder? Ach so, ja. Das ist doch nicht um Land bei Golf. Wirklich, Sylvie, ich muss da passen. Tennis ist mit Davis Cup tatsächlich ein Länderteam-Turnier. Dafür ist bekannt. Es muss auch sehr, sehr alt sein. 132 Jahre, das ist schon ein paar sehr, Tage. Sehr, sehr alt. Ne? 132 Jahre. Genau. Tennis ist 65 alt. Plus die Schalt. Ja, ja. Und America's Cup gibt es den schon seit 132 Jahren? Aber Segeln, ja. Ich weiß nicht, ob das so amerikanisch... Was würdest du denn sagen? Gefühl? Ich? Silvia? Davis Cup. Amerika hat eine große Historie in Tennis. Rugby ist es nicht, weil das ist UK. Golf hat kein Länderturnieren. Trophäe, denke ich, weiß ich nicht, finde es mehr ein individueller Sport. Und Segeln, ich habe noch nie gehört, oh mein Gott, Amerika ist so gut in Segeln. Also, 10 Sekunden ab jetzt und ihr entscheidet euch. 10 Sekunden. Was sollen wir machen? Also, Tennis ist es nicht. Okay. Ist es Tennis? Ihr habt noch 3 Sekunden, 2 Sekunden, macht was, drück. Tennis, komm. Oh. Sevi sagt den Tennis. Mann. Davis Cup im Tennis. Gibt's doch gar nicht so lange. Jetzt kommt Eckert. Den gibt es meines Wissens seit 1900. Das heißt, da stimmt die Zeit schon mal nicht. Ja. Was es seit 132 Jahren, damals in 80er Jahren gab, war natürlich das Segeln, Hochseesegeln. Oh. Und Australien ist natürlich auch eine sehr starke Segelnation. Klar. Ja, nur haben die damals nicht gewonnen. Dann kamen die Neuseeländer. Ich glaube, die waren noch besser. Oh. Also, man muss dazu sagen, die Schweizer auch einmal. Ja, die Schweizer. Ja. Ja. Der America's Cup wurde nach der 1851 siegreichen Yacht Amerika benannt. Ja. Und das wird wirklich jedes Jahr ausgetragen. Das größte Segelrennen der Welt und der America's Cup ist richtig. Jawohl. Sehr gut, schade. Schade. Das ist ja das Ding. Also in losen Abständen, nicht jedes Jahr in losen Abständen. Da hat ja der Titelverteidiger immer den Vorteil, die Bedingungen für den nächsten Wettbewerb so ein bisschen in einer eigenen Hand vorschreiben zu können, mit was für Boten und auf was für Strecken. Weil die auf jeden Fall gesetzt sind. Und da hat man gesetzt. Sich dann immer so ein bisschen das so protektionsmäßig immer wieder im Land gehalten. Gut, also 6-7, aber immer noch alles gut beieinander. Zweite Frage, Sport und Freizeit. Fitnessübungen an einem Butterfly-Gerät absolviert man in der Regel sitzend, kniend, liegend oder hängend. Ah, okay. Ja. Ach. Sevi, du hast doch dieses kleine Studio zu Hause. Genau. Ja. Erzähl mal. Ich habe aber kein Butterfly-Gerät. Aber der Butterfly-Move ist so, ne? Das ist doch ein Butterfly-Move. Und ich kann mir so vorstellen, dass man das tatsächlich, wenn man daran Gewichte hängt, dass man auf den Knien sitzt, so vorne. Man sitzt nicht, man liegt auch nicht. Ich denke kniend, aber ich traue mich jetzt auch nicht so. Butterfly ist doch, da sitze ich doch immer. Ja? So, wir sitzen jetzt. Wie macht ihr das in Holland? Das würde mich interessieren. Ich dachte, das ist diese Movement. Also ich dachte, es ist. Aha. Okay. So nicht raus. Das Gegenteil der Presse sozusagen. Okay, dann sitzend. Dann sitzend? Ja. Wollen wir sagen sitzend? Mhm. Ja. Komm, wir machen jetzt mal sitzend. So. Du hast schon die richtige Bewegung. Also so kenne ich es auch noch. Das ist doch ein Klassiker. Ja, schon. Sitzend. Und ich habe mir, deshalb muss ich so lachen, ich habe mir gerade vorgestellt, wie das Eckart hängend macht. Ich habe an die Ringe gedacht, die man ja auch zusammenziehen kann. Ach so. Aber ich fürchte, meine Physiotherapeutin wird mich dann verwünschen, wenn sie dies arbeitet. Denn die habe ich schon dran gesessen. Also wobei, die bewundere ich ja, die Turner, die bei den Ringen auseinandergehen. Ja, so. Und dann wieder zusammen. Ja, unglaublich. So, ja. Also, es ist sitzend. Es ist genau die Bewegung, die man im Sitzen macht. Du meintest ein Klassiker. Ich dachte raus. Ja. So, egal wie, 7-7. Ist gleicher Punktestand wiederhergestellt. Letzte Frage, Sport und Freizeit. No sports, please. No sports. Warte mal, ich gucke gerade mal drauf. Es hat schon was mit Olympia jetzt zu tun. Aha. Die einzigen Medaillen bei Olympischen Winterspielen gewann für Andorra Rodler Hildgartner, Luxemburg Skifahrer Girardelli, Monaco
Bobpilot Grimaldi oder Belgien Biathlet Rösch? Also Marc Girardelli ist sozusagen auch Teilzeit Österreicher immer gewesen und ist aber für Luxemburg angetreten. Hat Marc Girardelli, ich meine, er hat ja alles gewonnen, ne? Also in meiner Erinnerung ist Marc Girardelli natürlich neben Ingemar Stenmark und Gustav Töni und der größte Skifahrer aller Zeiten, nicht zu vergessen, Alberto Tomba. La Bomba. Der mir mal zwar so großartig auf die Frage, ob er eigentlich ein Macho sei, die schöne Antwort gab, nee, Macho bin ich nicht, ich sehe einfach nur verdammt gut aus. Ja. Also ich wäre bei Girardelli. Ja? Ja. Nehmen wir? Wir nehmen. Komm. Ja, nähere Umstände weiß ich nicht, aber ich glaube, er ist unter Protest ausgewandert, nicht? Aus Österreich oder nach Luxemburg. Die haben ich einen Vorarlberger ursprünglich. Also der, eben, er ist Österreicher und lief bis 1978 tatsächlich für den österreichischen Skiverband, hatte dann Ärger mit Funktionären, war nicht glücklich und dann für Luxemburg und holte wirklich zwei Silbermedaillen. Und deshalb... Nicht Gold gewonnen, ne? Nein, zwei Silbermedaillen. Mhm. Marc Girardelli ist richtig. Punkt für beide. Und damit ist 8:8. So. Sport und Freizeit ist gespielt. Ihr wählt die Kategorie das Rückspiel gegen Eckart. Okay. Wir hätten für euch im Labor, rund um die Welt und Bücher und Wörter. Du bist doch viel unterwegs, Evi. Ich sehe immer unterwegs. In den Gazetten dieser Welt sehe ich dich immer in warmen Gewässern. meist nicht bis zur Unkenntlichkeit bekleidet. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal rund um die Welt. Wir gehen mal rund um die Welt. Ja, okay. Rund um die Welt. Okay. Ei. Rund um die Welt, wo treibt es uns hin? Die Welt ist groß und jetzt sind wir hier. Beliebte Touristenziele auf Ibiza sind Klippen von San Diego, Bäder von San Bernardino, Strände von San Antonio oder Gärten von San Fernando. Pass auf. Devi, bitte. Pass auf. Du bist doch da regelmäßig. Ibiza. Ich setze voll auf dich. Aber ich war schon 2 Jahre nicht da, das ist meine Defense. Ich denke, persönlich ist Ibiza berühmt um ihren Strände und deswegen, ich habe nie gehört, oh, wir gehen mal zu dieser Klippe. Ich habe auch nie gehört von Bäder. Ich habe auch nie gehört von einem Gärten. Ich meine, das ist viel zu warm. Strände. Ich sage Strände von San Antonio. Ja. Ja? Das klingt gut. Eine völlig neue Herangehensweise. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Eckart sich dieser Frage genähert hat. Also im Gegensatz zu österreichischen Politikern war ich noch nie auf Ibiza. Ja? Harald Schmidt sagt doch immer Ibiza. Ja, Ibiza. Ja? Deswegen kann ich es auch nur raten. Und, du also weißt ich wieder bin mehr auch als bei San Antonio. Das ist ja alles so kalifornisch, alles andere. Ne? Also wenn wir jetzt auf diese wunderschöne Insel Ibiza gucken und uns zur Westküste wagen, dann gab es da ursprünglich ein wunderschönes Fischerdorf, wo mittlerweile aber auch viele Hotels stehen. Das sind die wunderschönen Strände von San Antonio. Jawohl! Ich wusste es. Badefragen immer zu sehen, das war mir klar. Zweite Frage rund um die Welt. Wo geht's hin? So gut. Wer in Schweden an einen gedeckten Esstisch kommt, sieht dort als Besonderheit häufig ein Holzmesser in der Butter, Gläser auf Untertassen, eine Serviette auf dem Stuhl oder Würfelzucker in der Flasche. Also ich war einmal in Stockholm. Ja, und? Mir ist nur aufgefallen, dass da wirklich schöne Männer rumlaufen. Absolut. Also wirklich. Jörg ist ja Schwede eigentlich. Also, ich helfe trotzdem nicht. Also, nee, und auch schöne aber Frauen. Aber schöne Frauen, müssen wir sagen. Also, wirklich einfach, schöne Menschen im Allgemeinen. Ja, auch nette Menschen. Sehr nette Menschen. Ganz hübsch alles dort. Aber ich war auch einmal aus Essen dort. Ich kann mir nicht erinnern, dass ich so etwas gesehen habe. Also Holzmesser in Butter könnte sein. Warum nicht? Würfelzucker in der Flasche kann ich mich nicht vorstellen. Wer möchte dann bitte Zucker im Wasser oder so? Komm, Holzmesser in der Butter, oder? Denke ich auch. Oder? Es ist so schön. Macht doch irgendwie Sinn. Ja, das macht Sieht Sinn. So gemütlich der aus. Rest nicht. Holzmesser in der Butter? Ja. So, läuft. Was hast du genommen? Da hätte ich jetzt eher an die Niederlande gedacht, das Holzmesser in der Butter. Ja, wirklich? Ja, doch. Das gibt es doch da auch. Nein. Ich habe die Gläser auf Untertassen genommen, weil das ist... Warum nicht? Warum nicht? Das ist auch ja. Warum schöne nicht? Frage an der warum Stelle. Eigentlich warum nicht? Eigentlich nicht? Schweden? Es ist tatsächlich in Schweden absolut unhöflich und gehört sich nicht, dass man sich
gemeinschaftlich mit den Messern die Butter teilt. Deshalb ist in jedem guten Restaurant oder auch einfachem Restaurant von Anfang an ein Holzmesser in der Butter. Und das nimmt man sich dann ein Stück und verschmiert es mit dem eigenen Messer. Ihr habt also recht. Doch. Ja. Also doch. Ja. Okay. 10-9. Ihr führt. Jetzt sind wir in Afrika. Und da möchte ich das wissen. Also mehr Geografie geht nicht. In Afrika fließt der Mosambik durch Mosambik, Gambia durch Gambia, Somalia durch Somalia oder Kenia durch Kenia. Eieiei. Weiß ich, glaube ja? ich. Ja? Ja. Okay, super. Also was ich sicher weiß, ist, dass durch Gambia der Gambia River fließt. Das ist der kleinste Land in Afrika. Ich wäre für den Gambia River. Ich wäre für, also Gambia durch Gambia. Ich fühle es auch. Du fühlst es auch? Ich fühle es auch. Du hast darin noch nicht gebadet. Nee, das ist das Ding. Das werden wir nachholen, zusammen sehen. Ich habe Afrika noch nicht so gemacht. Wollen wir? Ja. Okay, komm. Jo, tatsächlich, von den Festlandsländern Afrikas, das kleinste Land, ist kleiner sogar als Schleswig-Holstein. Wirklich? Ja, das ist ja eigentlich nur ein Fluss im Grunde, ja, der Gambia River, ne, den man, glaube ich, behalten hat, um die Sklaven. Ufer, rechts, also ist doch Senegal, ne, links und rechts sozusagen. Das ist aber das große Land. Ja, ja. Vom Senegal direkt um vom Senegal genau. Quasi umzingelt. Und ja, im Senegal spricht man da Französisch und in Gambia aber Englisch. Ja. Und der Fluss. Silvia guckt, ich sage, das ist, Silvia sagt, ja, red du mal, aber was ist jetzt richtig? Ja, genau. Ja. Ich bin einfach so gespannt jetzt. Gambia River heißt er. Ja. Dieser Fluss entspringt in Guinea, fließt durch den Senegal und endet dann tatsächlich in Gambia. Ja. Gambia ist richtig. Du wolltest auch noch was sagen? Der Fluss ist ja auch entscheidend dafür gewesen, welche Form das Land Gambia hat. Weil man ist einfach mit einem Kanonenboot auf dem Fluss lang gefahren, hat geguckt, wie weit kann so ein Boot schießen und hat das dann als Grenze genommen. Ja. Benannt auch nach dem Fluss Gambia. Ja. So, also Punkt 11-10. Sehr gutes Spiel von Markus Lanz und Silvi Mais. Und jetzt geht es nur noch, wenn die wüssten. Ne? Oh ja, ich weiß. Denn sie ist die schnellste von allen. Ich sehe deine Kernkompetenz. Ja. Medien und Unterhaltung, Mode und Wunder der Technik. Sie hat Mode genommen. Okay. Markus, wollen wir uns ein bisschen zurückziehen? Oder? Also ein bisschen über Schweden sprechen. Ja. Holzmesser in der Butter. Religion. Ja, okay. Gut. Wie lässt sich die Passform Fit and Flare bei Kleidern zutreffend beschreiben? Oben eng, unten weit, oben weit, enger Rock. Kastenform oder ähnelt einem Hosenanzug? Siehst du, sag ich doch. Ich weiß auch. Oben eng, unten weit. So, könnt ihr uns das auch noch, wir Männer, die wir es vielleicht nicht wissen, uns mal kurz erklären? Also fitted ist enger. Eng. Und Flare ist raus. Unten dann so. Ja, das kann bei Hose sein, ne? Das ist 70er Jahre, Schlaghose. Reiner Kalb. Oder ein Kleid, was eng ist und unten rausgeht. Ah, okay. Fit and Flare ist es. Hast du noch was dazu zu? Nein? Stimmt das alles so? Alles korrekt. Jetzt gucke ich erstmal, was richtig ist. Es ist richtig, jawohl, stimmt. Ich bin mal sowas komplett raus. Gut, zweite Frage, Mode. Die berühmte Kelly Bag bekam ihren Namen, weil Schauspiellegende Grace Kelly mit dieser Handtasche einst ein Tierbaby transportierte, ihre Schwangerschaft verbarg, sich vor Regen schützte oder in 12 Uhr mittags auftrat. Siehst du? Schon wieder. Das war schon die Antwort hier. Das ist absolut legendär. Und tatsächlich hat sie damit am Anfang ihre Schwangerschaft verbergt. Und es ist legendär geworden. Ja. Du weißt wahrscheinlich noch das Ja. Ich weiß ja nicht mal die Antwort. Ach, du hast ja, sich vor Regen schützt? Ich habe es wahrscheinlich mit der Birkenbeck verwechselt, die ja genauso aussah, fast bis auf einen Henkelunterschied. Sie hat es wirklich tatsächlich, es ist die kleinere Version und wirklich so gehalten. Ich lustigerweise auch getippt, ganz ladylike. Weil ich dachte, ist schlau, weißt du, wenn du so prominent verheiratet bist und die Paparazzi sind hier auf der Spur, dann... Genau, sie war dann schon mit Prinz René. Ist dann von Frau Merkel verfeinert worden, dann so mit der Raute. Ich glaube, die hatte andere Intentionen. Aber weißt du was, ich vertraue dir schon so sehr, dass ich gar nicht gucke, was du eingeloggt hast, weil ich denke, das weiß sie sowieso und hätte dir den Punkt gegeben, aber ich sehe, du hast falsch eingeloggt. Es war im Jahre 1956, als Grace Kelly tatsächlich da eigentlich unscheinbaren Handtasche das verbarg, was sich darunter verborgen hat. Ja. Die Schwangerschaft, stimmt, jawohl! 13-11. Da war Albert. Ich wollte gerade sagen, war das Albert oder war das Caroline oder wer war das dann? Caroline, ja. Caroline. Ja, da passt noch die kleine Tasche. Bei Albert wäre es die größere gewesen. So, also letzte Frage, Mode.
Was trifft auf die britische Modedesignerin Vivienne Westwood zu? Ist Taufpatin von Prinz William, fuhr die Rallye Dakar, heiratete ihren Ex-Studenten oder war Managerin von David Bowie? Oh, oh. Okay. Sie ist nicht die Taufpatin von Prinz William. Sie fuhr auch nicht die Rallye Dakar, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie die Managerin von David Bowie war. Aber ich glaube, die hat bestimmt ihr Ex-Studenten geheiratet. Ja. Darf ich? Absolut. Weil absolut. Ich weiß es nicht, aber ich denke... Ich habe ein sehr starkes, gutes Gefühl. Ich glaube, das habe ich sogar mal gelesen. Ja, ich denke du auch. Da oben hast genommen, war Managerin von David Bowie. Ja, stimmt das? Hätte ihr fast alles zugetraut, bis auf die Taufpate von Prince William. Und irgendwie war mir da sowas im Hinterkopf von David Bowie, aber vielleicht habe ich mir das auch nur gewünscht. Wobei, weißt du es? Sie hat ja mit den Sex Pistols so ein bisschen zu tun gehabt. Ja. Als Managerin oder als Michael McLaren, mit dem war sie verheiratet. Das war der Manager von den Sex Pistols. Mhm. Aber das ist ja hier eine andere Frage. Und da muss ich sagen, Respekt. Ihr habt recht. Jawohl, ja. Ja. Sehr gut. Ich wusste es wirklich nicht. Sie war mal eine Zeit lang Gastprofessorin. Und dann bändelte sie doch da tatsächlich mit einem jungen Studenten ab. Das heißt, ihr führt mit 14-11. Oh, wow! Ja, das drei Punkte. Ihr wählt die Kategorie. Mhm. Oh. Elise, muss ich dir irgendwie aufmunternde Worte zurufen? Ja, bitte. Sag schwer. Ich hab dich total gern. Kennst du mich mit Serien aus? Ich kenne mich mit Serien nicht. TV-Serien, Musik und Hits und die 80er. Ich kenne mich mit allen so ein bisschen aus. So, wollen wir eine nehmen, wo wir uns beide... Wollen wir Musik nehmen? Musik bist du doch gut. Dann haben wir zumindest ein paar Einspielungen dabei. Ja. Dann hören wir zumindest ein bisschen Musik. Ja. Mal Musik und Hits. Hören wir ein bisschen Musik dann? Ja, hören wir. Also gehe ich jetzt mal von aus. Im Sommerhit La Cintura besingt Alvaro Soler. Selbstironisch, welchen Körperteil? Oberarm, Taille, Sixpack oder Po? Nein? Was ist los? Okay, das können wir analysieren. Weil La Cintura heißt Gürtel. Cintura ist ein Gürtel. Dann kann es nicht anders als über die Taille gehen. Oder? Du fragst mich so, ich sag dir das hinterher. La Cintura. Das ist La Cintura. Ja. Cintur sagen wir in Holland. Cintura, italienisch, ja, Spanisch, es heißt das Gleiche. Ja, es kann kein Sixpack sein. Der Gürtel, nein. Aber wenn das ironisch ist, dann kann er natürlich auch... Den Po? Nee, dass er ein Bauchlein hat. Muss nicht unbedingt um die Taille gehen, es kann auch Sixpack sein. Deswegen, die beiden können es sein. Aber eigentlich ist es schon die Taille, oder? Der Gürtel sitzt doch an der redet Taille. Redet ein Mann über eine Taille? Bei sich selbst? Nein, nicht jeder Mann hat eine Taille. Nein. Männer reden doch immer, ob sie ein Bäuchlein haben oder ein Sixpack haben. Nein, das ist kein Thema für uns. Null. Null. Solange wir ihn einziehen können, haben wir keinen Bauch. Ja. Der Sixpack ist doch kein Körperteil in dem Sinn, ist doch der Bauch. Also ich La Cintura kann nur die Taille sein. Ja, komm jetzt, alles andere macht keinen Sinn. Ja. Okay. Oder? Gut. Taille, so. Nehmen wir? Ja, nehmen wir. Du hast wieder nur an das eine gedacht. Sixpack. Ich dachte, vielleicht sagt er ja, der Sixpack ist so stark, dass der Gürtel so eng wird. Ach so. Das hast du dir jetzt überlegt, diese Ausrede, in den letzten zwei Minuten. Wir hören mal rein, bitteschön. Ich kenne das Lied. Das ist... So, es tut mir so leid. Jetzt habe ich schon mal Mitleid mit dem Olymp heute. Sixpack ist nicht richtig, sondern er besingt tatsächlich die Taille. Ja. Wird oftmals mit der Hüfte übersetzt, aber es ist die Taille. Ja. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall die Hauptrunde schon gewonnen. Es steht 15-11. Kann nichts mehr passieren. Zweite Frage, Musik und Hits. Den im Internet beliebten Tanz 2C-Slide beginnt man, indem man den rechten Fuß anhebt, den linken zur linken Seite hüpft, einmal mit dem Hintern wackelt oder beide Arme vorwärts streckt. Ja, ich weiß auch. Du weißt auch? Ja. Jörg hat so vorgelesen, dass ich weiß, er hat keine Ahnung. Ja. ich glaube, es geht... Du machst es vor? Komm mal da vorne hin. Das zeigen Sie, bitte. Doch,
Oh, ich mach doch diese verrückten Internetvideos. Die Musik haben wir bestimmt auch. Okay. Habt ihr die Musik? Okay. I'ma show you how it go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, so it's hot. Okay. Du wusstest es auch. Genau, Drake. Ja. Tanzt dann da durch sein Apartment, das sehr bemerkenswert ist. Also so viel Marmor habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Wir haben den Text gehört. Ja. Den rechten Fuß anheben. Ist okay. Richtig. Ja. Sehr gut. Baby. Wow, 16 zu 12. Letzte Frage, Musik und Hits. Jetzt aber mal zurück. Die Kultband Erasure stürmte 1992 die Hitparaden mit einer ganzen Reihe an Coversongs von welcher Band? The Beatles, ABBA, Bee Gees oder The Police? Erasure. Also ich kenne Erasure nur von dieser einen Song Sometimes. Kennst du die noch? Ja, absolut. Ja, klar. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt ein Cover war von irgendeiner dieser vier. Also The Police kann deswegen im Grunde nicht sein, weil Erasure und The Police waren ja fast zur selben Zeit so gefühlt. Also in meiner kleinen Welt ist das so. Und die Beatles auch nicht. Ich wäre jetzt spontan, wäre ich bei ABBA gewesen. Ich meine mich auch zu erinnern, dass Erasure, das waren doch zwei schwule Jungs. Ne? Erinnere ich mich da richtig? Mhm. Und die Ikonen in dem Bereich sind dann schon eher ABBA und nicht die Beatles. Mhm. Allein deswegen würde ich ABBA sagen. Es war auch immer so diese leicht überladene, etwas bombastische Musik. Auch das passt zu ABBA. Ich denke auch. Oder ABBA sagen? ABBA. Komm. ABBA machen. ABBA. Ja. Aber was, wenn nicht? Ne? Du hast die Bee Gees genommen. Ja, ich habe also The Police, die aus den gleichen Gründen ausgeschlossen. Die Beatles sollte man nicht covern. Aber da kamen mir irgendwie die 18s in den Kopf, die Anfang der 2000er dann die ganzen Hits gecovert haben. Deshalb habe ich dann die Bee Gees genommen. Was meinst du? Ja, es war leider, es nannte sich dann ABBA-esque. Genau. Lay all your love on me, take a chance on me. Ja, genau. Die sind dann erfolgreich gewesen. Ja, genau. War leider so. ABBA. Für uns muss ich das sagen. Und jetzt ganz ehrlich, unglaublich. Wir haben einen Endpunktestand nach der Hauptrunde von 17 zu 12. Wie bei Rockstars bin ich das Spiel. Eine, das würde mich jetzt ein bisschen ärgern. Eine falsche Antwort, sonst hätten wir das perfekte Spiel gehabt. Irre. Also 17 zu 12, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten. Nee. Ich komme nie. Oder? Nee. Wer hatte das gedacht? Ne? Wir kommen auch nie wieder, Silvi, weil das werden wir nie wieder toppen können. Das ist wie mit dem Bibelquiz. So ist es. Einmal legendär Feierabend. Genau. So, pass auf. Das heißt für euch jetzt im Klartext, ihr müsst zunächst einmal auswählen, wer aus dem Olymp sich nach unten begibt. Das sind die vier Karten. Ich mische sie alle durch. Und habe ich fünf Karten? Drei Karten sind es. Vier. Toll. Ich wollte auch gerne mal. Silvi, mal. Mitte, links, rechts. Welche möchtest du? Rechts. Von dir aus rechts? Ja. Thorsten wird es. Oh, Thorsten, komm. Also ja, Thorsten ist The Machine. The Machine, genau. Ich weiß. Gold oder Silber? Ja, aber die sind alle Silber. Silber, gut. Die neue Bescheidenheit vom Olymp. Wir nehmen nur Silber. Die Frage wäre, können wir noch verlieren? Ja, ne? Ja. Ja. Das haben wir hier alles auch schon erlebt. Ich glaube, ich muss weg. Also, volle Konzentration. Ihr habt 12 Punkte gesammelt, was für euch eher unterdurchschnittlich ist. Schönes Dutzend. Also, schönes Dutzend. Das heißt, 12 Fragen musst du auf jeden Fall beantworten. Ja. Und hast dafür jeweils 5 Sekunden Zeit. Finale. Jo. Ich würde gerne wissen, ein kleiner Teil eines größeren negativen Sachverhalts ist laut Redewendung nur die Spitze des Eisberges. Richtig. Publikum. Frage 2. Welche scharfe, grüne Paste wird traditionell zu Sushi gereicht? Das ist Wasabi. Richtig. Hauptfigur in der Krimikomödie Der rosarote Panther ist Inspektor Jack Clouseau. Richtig. Frage 4. In welcher deutschen Millionenstadt kann man auf der Lombardsbrücke die Alster überqueren? Hier in Hamburg. Millionenstadt. Das ist wirklich schlimm. Ja. Alster. Gut.
Michelle Williams, Kelly Rowland und Beyoncé Knowles bildeten die Band Destiny's Child. Richtig! Frage 6. In welchem Monat begehen die USA und Frankreich ihre Nationalfeiertage? Im Juli. Nehme ich. Juli. Frage 7. Mit welchen Blumen ist ein Rosarium überwiegend bepflanzt? Wahrscheinlich mit Rosen. Korrekt. Bekannt als Sänger der Band Culture Club wurde der britische Popstar Boy George. Richtig. Was wird vor allem bei Frauen häufig mit einem Chignon gestylt? Ein Chignon? Oh. Die Haare. Ist richtig. Was ist denn das? Es ist Chignon, es ist ein klassischer Hairstyle. Das ist wie das wird häufig hier als Banane umschrieben. Ah, die Banane, okay. Ne? Das wird so gewickelt so. Nach oben. Okay. Ja. Was ich hier lerne heute. Das habe ich jetzt auch komplett gelernt. Frage 10. Wie oft kommt der Buchstabe E im Wort Bauarbeiter vor? Zweimal. Korrekt. Aushängeschild des Fitness-Trends Aerobic war der Hollywood-Star Jane Fonda. Richtig. Für welches Land gewann Duncan Lawrence 2019 den Eurovision Song Contest? Für die Niederlande. Das ist richtig! 12 von 12. Also, das Ding müsst ihr gleich nach Hause schaukeln. Wir warten mal nach einer kurzen Pause, dann kommen wir mit dem zweiten Teil. Bis gleich. So, ein ganz besonderes Finale, allein schon deshalb, weil ich weiß nicht, wie oft wir ein Paar hier hatten, das es geschafft hat, 17 von 18 richtige Antworten zu geben. Trotzdem müssen davon mindestens 12 richtig beantwortet werden, dann gäbe es ein Stechen. Macht ihr 13, habt ihr gewonnen. Okay. Wer ist der Sprecher von euch? Marco. Silvi wusste eben alles, aber ich beuge mich, okay. Aber ihr könnt euch gerne anschauen. Wir können uns ein bisschen, ja. Und ihr habt 5 Sekunden Zeit. Aber okay. Markus, sobald du dich zu mir drehst und die Antwort gibst, muss ich sie nehmen. Korrigieren geht nicht mehr. Okay. Zweiter Teil des Finales. Erste Frage. Was für ein Tier ist Kermit, der Moderator der Muppet Show? Ein Frosch. Korrekt. Eine Pizza Tonnoi Cipolla ist belegt mit dem namensgebenden Zutaten Thunfisch und Zwiebel. Richtig. Dritte Frage. Statt zu guter Letzt heißt es auf Neudeutsch last but not least. Richtig. In welcher deutschen Großstadt führen die Severinsbrücke und die Deutzer Brücke über den Rhein? Köln. Das war Revanche für Hamburg eben. Die hatte ich nicht gewusst. Nee? Frage 5. Mit welcher Währung bezahlte man in Belgien bis zur Euro-Einführung? Franken. Genau, belgischer Franken. Richtig, genau. Jawohl, Franken, alles gilt. Frage 6. Aus welchem Land stammt Popstar Shakira? Aus Argentinien. Nee. Nicht Kolumbien? Kolumbien. Kolumbien. Kolumbien ist richtig. Ist richtig, ne? Sehr gut abgesprochen, genauso gemacht. Du hast nicht geguckt. Oh. So ist es richtig. Uiuiuiui. Frage 7. Wie oft kommt der Buchstabe A im Wort Kanalisation vor? Dreimal. Richtig, jawohl. Frage 8. Welche Farbe haben die langen Haare von Schlumpfine aus der Comicreihe Die Schlümpfe? Blond. Blond. Blond ist richtig. Das hätte ich nicht gewusst. Okay. Ich habe Schlümpfe nie geguckt. In welchem Monat feiern die Schweden das Midsommerfest? Juni? Juno. Juno. Juni. Juni. Richtig, jawohl, stimmt. Ja. Welcher Ex-Beatle ist mit der US-Amerikaner Nancy Sherwell verheiratet? Boah. Shit. Amerikanerin natürlich. Amerikanerin? Ja. Ringo Starr. Paul McCartney. Paul wirklich? Oh. Ja, ich bin bei seiner Frau Linda stehen geblieben. Ja, no, ich auch. Bleibt konzentriert, nicht ärgern. Ihr habt noch ziemlich viele Fragen davor. Okay. 17, ihr seid erst bei Frage 11. Der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen verkehrt seit den 1960er Jahren in welchem Land? China.
Japan? Du hast China gesagt und mich angeguckt. Es ist Japan. Es ist Japan, genau. Ich war jetzt bei dem Schnellzug zwischen Peking und Shanghai. Hat's auch gar nicht gewusst, gar nicht. Mhm. Japan natürlich. Ja, okay. Einen Nummer-1-Hit mit Ella Ella hatte 1988 die französische Sängerin France Gall. Korrekt. In welcher Sportart erklärte der fünffache Olympiasieger Martin Foucault im März 2020 seinen Rücktritt? Fünffacher Olympiasieger. Foucault. Muss ich passen. Biathlon. Okay. Bin ich raus. Frage 14. Welche Farbe hat das Kultauto Kit aus der Serie Knight Rider? Schwarz. Jawohl. Serie halt, ne? Genau. Eine Serie. Noch, dann habt ihr schon Gleichstand. Ich hatte den mal im Studio stehen, deswegen weiß ich das auch. Ja, schwarz, ja. Noch, wo ist eine noch, dann habt ihr Gleichstand. Okay. In welcher britischen Stadt fand 1851 die erste Weltausstellung statt? Britische Stadt? Weltausstellung? London. Ja, London. Ja, oh, ja, ich weiß. Sag mal, ja. Ich schwitze mehr als ihr, glaube ich. Gleichstand. Mein Herz. Aber das klang so tricky. Ist, okay, wo sind wir jetzt? Ihr habt noch zwei Fragen. Und eine Antwort muss stimmen. Okay. Genau. Dann habt ihr gewonnen. Der Privatdetektiv Leo Oswald ist eine Hauptfigur der Krimiserie Ein Fall für Kennedy. Kennedy? Kennedy. Nein, ein Fall für zwei! Ja, hä? Ja. Ja, aber das ist doch... Du warst beim Mörder von Kennedy. Egal, ist mir nichts passiert. Aber letzte Frage. Fall für zwei. Sivi, komm. Ja. Ach, alles gut. Fall für zwei. Frage 17. Welcher Reformator veröffentlichte 1517 seine berühmten 95 Thesen? So, Martin Luther. Ja, Martin Luther! Mit der letzten Frage. Das gibt's doch nicht. Bibelquiz und dann mit der letzten Frage wieder. Sehr gut. Sauber. Ich freue mich sehr. Wofür ist das Geld, Sivi? Für DKMS Live, mein absolutes Herzensprojekt. 11 Jahre lang Schirmherrin nach meiner Brustkrebsgeschichte. Ich freue mich so sehr. Ja, und du? Kann ich es splitten? Kann ich es jetzt nochmal? Weil wir das heute nämlich gerade hatten. Ich war vor vielen Jahren in Gambia unterwegs. Es gibt einen kleinen Verein in Hattingen bei Bochum, die dort viele tolle Sachen gemacht haben. Kinderklinik im Busch in Jahali, so eine Kinderklinik gebaut und so weiter. Da würde ich gerne die eine Hälfte hingeben, weil ich weiß, dass es dort in wirklich sehr guten Händen ist. Das andere würde ich gerne die Kinderkrebshilfe in Südtirol geben. Es wäre also, mir so eine große Freude, das Geld da zu überweisen. Aber ihr wart spitze. Danke, ganz, ganz toll. Der Olymp geschlagen. Applaus aber aus dem Olymp. Das ist auch eine Anerkennung für das, was ihr geleistet habt. Das war's. Spannendes Finale. Kommen Sie gut, wie immer, durch die Woche. Wir sehen uns wieder nächsten Freitag. Bis der Olymp. Bis dann. Danke. Tschüss. Sauber. Yeah.